Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel und herzlich willkommen zum nächsten Getränketest. Ich habe mal wieder ein Sportgetränk und zwar Powerman. 1990 Powerman, also bleibt dran. Yo, 1990 Powerman Sportdrink habe ich gefunden in einem türkischen Supermarkt ohne Pfand. Und in letzter Zeit habe ich so ein paar Getränke getestet, da war nicht wirklich ein Name dabei. Manche hießen nur irgendwie Pi. Dann haben wir hier dieser Powerman. Da ist ein Name dabei. Nur ich kann es nicht lesen. Das ist Sankt Obdachlos oder was. Keine Ahnung. Ist blöd geschrieben. Aber hier ist ein Muggyman drauf und Powerman. Powerman Sportdrink nenne ich das jetzt einfach mal. Das Teil hat 24 Kilokalorien auf 100 Milliliter und Zucker 4 Gramm auf 100 Milliliter. Das ist eigentlich relativ verträglich. Das ist jetzt nicht ohne Kalorien, also nicht komplett Zero, aber es ist auf dem besten Wege. Ich glaube, ich sollte mal den Warndinger anmachen. Das tickert dann. Tick, 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 tick. Aber naja. So. Es ist blau. Und man sieht hier schon, was man bekommt. Von daher erübrigt sich das Glas heute. Hier seht ihr es. Cool, oder? Ich würde sagen, vom Design her schon mal ganz satte 5 Sterne, weil es gefällt mir ziemlich gut. Es gefällt mir ziemlich gut. Es wäre besser, wenn das Ding Pfand hätte. Ja? Wobei, da das kein Pfand hat, lass mal gucken. Ich könnte mir diese Flasche ziemlich gut vorstellen, dass man da Reinigungsmittel reinmacht. Das sieht auch schon aus wie Reinigungsmittel. Und dann, dass man dann dass man das dann mitnimmt hier zum Putzen. Einfach, dass diese Banderole wegmachen, eine andere drum. Putzmittel. Und schon hat man immer was zum Autoputzen. Das könnte ich mir vorstellen, ja. Also 5 Sterne fürs Design sind schon mal angesagt. So, probieren wir mal. Prost. Oh. Oh, wow. Das schmeckt haargenau wie Powerade in der Light-Version. Also es ist ein schönes. Ich habe das lange in meiner Tasche jetzt liegen gehabt. Also ich habe mir ein paar Getränke geholt und hier und da und da und dort. Und ich kam einfach nicht dazu. Aber cool. Ich finde das tatsächlich sehr, sehr cool. Das ist AfD-Blau schon wieder. Darf man das überhaupt vergleichen? Da muss man jetzt alles Blaue irgendwie abschaffen. Weiß nicht genau. Jetzt haben sie gesagt, die auf dem deutschen Trikot, die Nummer 4 würde aussehen wie irgendwas Nazimäßiges. Eine Rune oder so. Wo ich mir sage, das war jetzt nicht das Erste, an das ich gedacht habe, wo ich die Trikots gesehen habe. Ich dachte da nämlich an ganz andere Sachen, als ich das Pretty in Pink gesehen habe. Aber gut, ja. Gibt halt Leute, die in allem etwas Rechtes sehen. Ich nicht. Ich bin liberal. Naja. So, ich würde sagen, vom Geschmack her, es schmeckt genau wie Powerade, aber light. Also 5 Sterne vom Geschmack her. Das kann ich mir öfters holen. Es war auch nicht besonders teuer. Ich weiß noch ungefähr, wo ich es geholt habe. Bei einem türkischen Supermarkt. In den Türken gibt es oft coole Sachen. Ich hole mir da auch immer Sonnenblumen gerne. Ich esse sie so gerne. Sind aber viel Kalorien, Sonnenblumenkerne. Gerne müsst ihr aufpassen. Ich würde sagen, wenn ihr das schon kennt, schreibt mal in die Kommentare rein, ob ihr es kennt. Lasst mir ein kleines Like da, lasst mir ein Abo da und gute Fahrt, Jungs und Mädels.